Jo, liebe Leute, heute geht's weiter mit dem Spiel gegen den SC Freiburg, das Spiel zum Titel, zumindest der erste Matchball. Wenn die Bayern, wie gesagt, heute nicht gewinnen, ist das Ding. Wir gewinnen unser Spiel natürlich, darum geht's ja auch erstmal, dann ist das Ding heute final mit 3 Spieltagen vor Ende durch. In der dritten Liga haben wir es relativ deutlich gemacht. In der zweiten Liga war es ein Spieltag vor Ende mit dem Duell in Düsseldorf. Jetzt heißt es gegen Freiburg gewinnen und die Bayern auf Unentschieden stellen. Gegen wen spielen die Bayern? Blöde Frage, nächste Frage. Die spielen in Stuttgart. Ja, bei uns sind jetzt alle VfB-Fans. Die stehen nämlich momentan auf Platz 12. Ja, trotzdem Münchner diesen einen Punkt ab. Ansonsten machen wir es in Hoffenheim nächste Woche, eine Woche später. Gut, gehen wir rein ins Match. Wir haben in Dortmund gewonnen, das letzte Spiel. Und wollen jetzt die Chance auf den nächsten Titel. Ich muss leider ein bisschen rotieren, weil einige Spieler tatsächlich sehr angeschlagen sind. Das ist aber nicht weiter tragisch. Deswegen wird auch das passieren. Staphylidis rutscht auf die Seite. Rote rutscht hinten auf die linke Seite. Ich muss leider ein bisschen durchwechseln. Geht halt nicht anders. So. Carvalho, tausch mit Sterner den Platz. Ich brauche einen. Warte mal, habe ich noch einen Innenverteidiger? Vielleicht Kakutalua, der mal unbedingt ein bisschen Einsatzzeit zeigen will. Für Albiol in die Startformation. So. Auf geht's gegen den SC Freiburg. Die Chance auf Titel Nummer 3. Dann hätten wir alle 3 Ligen hintereinander weggewonnen. Das habe ich mal mit dem FC Schalke im Let's Play geschafft. Hier habe ich die große Chance mit Bayreuth. Was wahrscheinlich ein bisschen schwerer ist, das auch zu schaffen. Dann hätten wir 3 Titel in 3 Jahren. Also 3 Ligatitel in 3 Jahren. Und ja, denn die Freiburg hat uns noch. Und dann hätten wir sie tatsächlich. Der große Moment national. Ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Und wenn wir dann noch den internationalen Titel in der nächsten Saison holen würden, dann wäre die Karriere zu Ende hier mit dem Spielverein in Bayreuth. Aber mal schauen. Alles ist gut. Zu dieser Partie. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Genau so ist es. Genau so ist es. So. So, die Freiburger schwören sich auch nochmal ein. Die wollen natürlich diesen Tag eigentlich noch vermiesen. Gut, gehen wir rein ins Match. Heimspiel. Große Chance auf den Titel. Das Spiel beginnt. Ich hoffe, das Spiel mich nicht spoilert. Ich möchte gerne gucken, wie die Bayern spielen, aber ich vermute, dass die in Stuttgart gewinnen werden. Machen wir uns eigentlich gar nichts vor. Wir werden heute wahrscheinlich nicht den Titel holen. Aber wer weiß. So, und Freiburg kriegt erstmal eine Karte. Die Frage ist gelb. Ja, gar nichts. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Kann man aber auch. Es gibt keine gelbe Karte, aber völlig klar. Noch so eine Nummer und dann ist es soweit. Ja, komm, also mindestens gelb hätte ich schon gesehen.
Mindestens gelb hätte man schon sagen können. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu heftig. Jo. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt. Nein, überhaupt nicht. Das war eigentlich komplett. Na gut, Freiburg, wie gesagt. Das Team, das uns in der letzten Saison in der zweiten Liga ziemlich gefordert hat, aber wir haben es dann, da haben sie die riesen Schwächeperiode gehabt und dann haben wir sie geschlagen. Diese Saison haben wir das Hinspiel gewonnen mit 3-2. Die Offensive ist ihre große Stärke, Wolf. Ist der beste Sturm, das will ja was heißen. Wir haben einfach die Leute, die dieses Konzept, dieses Offensivkonzept perfekt. Jetzt der Schuss! Boah, und die nächste oder beziehungsweise Riesenchance für den SC Freiburg. Die Riesenchance für den SC Freiburg, hier mit 1-0 in Führung zu gehen und uns ein bisschen den Tag zu versauen. Aber noch ist nichts passiert, es steht 0-0. Ja, verdammt. Spiel doch besser. Aber gut, was passiert? Zu Dorn. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen schöner Vorstoß, das auf Verteidigung konzentrieren. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Na, die Freiburg-Fans feuern ihre Truppe natürlich an. Das steht doch 0-0. Aber wir haben in den letzten beiden Spielen eigentlich zwei frühe Tore gemacht. Gegen Hertha und gegen in Dortmund. Aber sind das die Nerven? Fragezeichen. Wie gesagt, die haben wir in Bielefeld schon einiges verloren. Bielefeld und Augsburg, das sind zwei Unentschieden. Aber egal, wir haben jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. 5-4 in Berlin und... So, die Chance jetzt. Abgeblockt, weitergefährt. Scheiße, nein. Oh Gott, ey. Also... Mann, ey. So, wieder kurze Ecke. Wir kennen das ja, Thema kurze Ecken und so. So, jetzt die kurze Variante. Juan. Vincenzo Grifo. Sie machen das Tor. Und Scheiße, genau das ist es halt einfach. Manchmal passiert dann genau sowas. Mehr für die Partie ist eine verdiente Führung. Und da macht er das Tor, obwohl die Verteidiger da waren. Ganz stark gelöst. Na toll, ey. Schön hinten ins lange Eck. Vincenzo Grifo 0-1 nach 23 Minuten. Sterner. Der heute auf der linken Seite spielt. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Ja, wir müssen halt durchaus, wir mussten halt leider wechseln. Ein bisschen durchrotieren, weil halt einige Spieler angeschlagen sind und das Spiel. Also es wäre heute eher weniger tragisch. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Okay. Er ist da und hat den Ball. Vanisek. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Auf jeden Fall war ein Ausgleich erzielt in Schelm. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste für uns Tor uninteressant. Für Borussia Dortmund. Stand neuer jetzt. Spielstand damit 1-0. Und eigentlich sowieso, weil egal was Dortmund macht. Sie können maximal auf 64 heute kommen. Ist gefährlich. Der Torwart war da nicht gefordert.
Also die hätten wir schon mal weg, wenn wir gewinnen würden. Dann wären wir safe auf Platz 2. Ergo Champions League. Für den Bayreuth nächste Saison. Guter Pass jetzt. Guter Ball. Schade. Die Flanke war gut. Und kommt ja aber mehr frei zum Kopfball. Sieht das ganze Ding ein bisschen anders aus. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Schön. Ball im Aus, Klasse, Zweikampf, Einwurf jetzt. So, Einwurf Freiburg. Ah, bleibt dran, ja. Bleibt dran da. Kastanie. Tut er nicht. Ganz. Jetzt aber Sterner, erster Linie mal. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Kann Bayreuth was tun? Ja, vielleicht kommt jetzt was. Ecke. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Ich habe diesen genau den Moment immer wieder verpasst, diese Schusschance oder beziehungsweise eine Schusssituation oder Passsituation. Das war eine gute Chance. Ecke, oder? Der Ball wird abgeblockt. Nee. Manisek, nicht mit dem 2-1 für die Bayreuther. Dürfen momentan 1-1. Nur 0. Die Bayern spielen nämlich später erst gegen den VfB. Deswegen müssen wir gewinnen, um Druck aufzubauen, um Druck. Kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Um den Druck aufzuhalten, dass die Bayern gewinnen müssen, ihr Spiel. Also es gibt kein direktes Duell um die Meisterschaft. Fakt ist. Aber wie gesagt, alles ist gut. Noch steht es hier Grifo. Nur unentschieden. Damit ist es, sind die Bayern noch nicht so unter Zugzwang. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Erstmal sie holt sich auf jeden Fall erstmal Bayreuth diese Situation. Nur wo. Da machen sie zu, wichtige Aktion. Also Fakt ist, das Ding ist nicht gefährlich geworden. Da gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für die TSG Hoffenheim. Der neue Spielstand damit 1-1. Gespielt sind 54 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Ja, es ist unwichtig gerade. Scheiße. Das ist natürlich. Ja, Fragezeichen nerven. Erstmal Griffo. Es gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Für uns. Für uns, für uns, für uns. Weg ist der Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das war jetzt eigentlich alles geplant. Gut geklärt, aber Einwurf. So, Freiburg wechselt. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Sie können den Pass unterbinden. Jawohl. Und da sehen wir den nächsten Gegner. Novoa! Novoa, vielleicht! Vielleicht! Novoa! Der Pass nicht yes. zu halten hier! Yes! 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 Und damit hätten wir den Titel unter. Naja, nicht ganz. Wir hätten aber die Mega-Vorlage, die Bayern zum Siegen, verdammt. Wenn wir das Ding heute gewinnen hier gegen das Spiel. Und dann sehen wir. So, boah, der eigentlich die ganze Zeit Platz war. Platz da, nichts auf die Reihe bekommen hat, wirklich. Jetzt mit dem 2-1. Exzellent. Spiel gedreht. Gegen den SC Freiburg. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. So, Aufgabe Freiburg. Stand jetzt gelöst. Das schwere Heimspiel gegen den SC Freiburg. Aber in der letzten Saison in der Liga gab es dieses 4-2 zum Team. Zum. Den war gewinnt das Spiel. Kere erstmal. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Norbert. Nein, 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 nein. Erstmal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Wird erstmal nichts. So, weit ja, das Ding nach vorne. Gewesen, aber wir haben es gesehen. Glanzparade
aber wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Sie wollen den Ausgleich. Freiburg möchte jetzt. Und wir sehen es ja, der nächste Angriff, jetzt müssen sie erneut aufpassen. Oh, Gerard und nochmal wieder verhindert er. So, ich muss jetzt leider den Wechsel, die Wechsel ziehen. Ich muss jetzt auf eins, auf das Ding spielen. Mir tut das gerade extrem weh, dass ich da hier vorne jetzt nichts auf die Reihe kriege gerade. Deswegen Teuchert rein, Abraham rein, Ulrich rein, um die Defensive zu stärken. Albiol für Perry rein. Und Eckler vorne als Vani auf die linke Seite, damit ich dann Sterne entlasten kann. Ich muss jetzt ein bisschen was versuchen. War nicht ungefähr. Ich muss jetzt durchwechseln. Es tut jetzt weh gerade, dass ich das machen muss, aber dafür ist mir das Ding einfach zu wichtig. Zwei frische Stürmer, eventuell hier heute das Ding unter Dach und Fach bringen. Der Ball war ziemlich harmlos. Vielleicht hier. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das nächste Tor für Borussia Dortmund. Damit steht es hier also 4-0. 4-0 und Dortmund gegen Union. Unwichtig, Schulz. Für dieses Update. Wird das die Entscheidung? Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Also jetzt gerade, wahrscheinlich. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das muss er besser machen. Erstmal Wächter mit sich. Kakuta Lua. Wenn sich nichts mehr tut, dann hätten sich die Gastgeber einen knappen Sieg geholt. Ich glaube, die Mannschaft ist zuversichtlich. Die Fans sind, es wirkt zumindest so, auch optimistisch. Und man spürt, sie können das. So, und dann ist es Thiemi, aber mit dem großen. Ganz stark vom Torwart. Mit der großen Chance zum Titel. Oder fast zum Titel. Nur gemerkt. Rizzo Doan. Doan. Nochmal. Hab dich. Den Ball holt er gut verteidigt. Einwurf für Freiburg. Doan. Nochmal. Kastanje. Da zieht er ab. Oh, Part. Hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. So, Keeper ist jetzt mit drauf. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Gefahr bereinigt. Und der Part ah, Mann. Der holpert sogar doch noch was aus für die. Freiburg kriegt nichts mehr auf die Reihe. Ein schöner Sieg alles in allem. So, die Bayern sind zum Sieg verdammt. Zwei Tore zeigen einmal mehr, warum sie den besten Sturm überhaupt haben. Zeigen, wo ihre Stärken liegen. Knapp, aber wir haben es gewonnen. Ja, Mönne, es ist egal, wie man weiterkommt, wie man durch ist. Die Bayern müssen jetzt den VfB schlagen, ansonsten ist Bayreuth Meister. Ansonsten ist Bayreuth hier Meister. Sie machen so. Das Tor und irgendwie war es abzusehen. Ja, irgendwie war es abzusehen. Wir brauchen kein Interview. So, jetzt ist die große Frage. Bayern oder wird's vertagt? Wird's vertagt? Lass die Bayern gegen Dings unentschieden spielen, nur gegen den VfB. Trainerstelle bei Union. Möchte ich gerade nicht. So, warte mal kurz. Angebot ablehnen, möchte ich nicht. So reizvoll ist tatsächlich sogar ist, aber ich möchte es nicht. So, gucken wir mal kurz auf die Tabelle. Ich vermute, dass die Bayern, wie gesagt, ihr Spiel gewonnen haben. Nee, sie haben verloren. Oder? Oder unentschieden gespielt. Haben die echt gegen Stuttgart verloren? Wir sind Meister? Wie haben die gegen Stuttgart gegen den VfB gespielt? Dortmund Stuttgart 3-1, 3-0. Aber wie gesagt, wie haben die Bayern gespielt? Die haben verloren. Wir haben den Titel. Drei Spieltage vor Ende der Saison haben wir den Titel. Unter Dach und Fach. Wir sind deutscher Meister in der ersten Saison. Wir haben alle drei Titel hintereinander weggeholt. Wir hatten in der zweiten Liga echt unsere Probleme. Da war Freiburg lange weit weg.
ungeschlagen durch und dann haben sie irgendwann mal einen Knack gekriegt. Sind sowas von eingebrochen. Wir haben den Titel in der Tachefach im vorletzten Spiel geholt. Genauso wie hier mit den Bayern. Die waren auch zwischendurch, ich glaube, 5, 6, 7 Punkte weg oder so. Irgendwo dreh rum. Ungeschlagen. Und dann haben sie die Niederlage kassiert. Von uns direkt die zweite hinterher. Und plötzlich sind sie dann mit vier, vielen Unentschieden. Vielen, vielen Unentschieden. Aber mit den 9. Nur Leipzig hat eins mehr. Sind sie tatsächlich gestrauchelt und sind jetzt nur noch Dritter in der Tabelle, weil sie beim VfB Stuttgart mit 2-1 verloren haben. Ein Ergebnis, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Wir hätten den Titel auch sogar schon vielleicht ein, zwei Spieltage vorher haben können, wenn nicht diese vermaledeiten zwei Unentschieden gegen Augsburg und in Bielefeld gewesen wären, oder umgekehrt in Bielefeld und gegen den FCA. Aber wie dem auch sei, scheiß ich drauf. Wir haben 31 Spieltage gespielt in der Fußball-Bundesliga. Wir haben den Titel unter Dach und Fach. Wir können uns mehr oder weniger komplett aufs Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen konzentrieren, dass wir uns definitiv in der nächsten Session anhören. Das war so die nächsten Session. Ich mache jetzt hier nämlich Feierabend, weil gleich noch ein Treffen mit Barkos da ist, dass wir gleich auch nochmal sowas aufnehmen. Können wir uns dann quasi komplett darauf konzentrieren. Wir müssten also gar nicht mehr nach Hoffenheim. Wir können komplett durchrotieren. Es ist wurscht, wie wir spielen. Wir haben 10 Punkte Vorsprung, es sind noch 3 ausstehende Spiele. Wir haben den Titel unter Dach und Fach. Und ich freue mich. Schön, dass es geklappt hat und einfach nur geil gerade. So, das war's. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr mit dem quasi dann bedeutungslosen Spiel in Hoffenheim. Ich hatte erwartet, dass wir vielleicht das Spiel als Finale hatten. Ne, haben wir nicht. Und wir haben es geschafft. Das ist der April 2025. 4 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden. Wir haben es aber trotzdem. Alle Sachen gemeistert. Gucken wir gerade. Nö, ist nicht. Okay. Wir haben gar keinen Spieler von uns dabei. Tatsächlich. Aber egal, wurscht. Morgen um 14 Uhr geht es dann weiter mit dem bedeutungslosen Spiel Hoffenheim. Da können wir ein bisschen durchrotieren. Und wie gesagt, großes Ziel ist das Pokalfinale. Bis dann.